Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich warte noch einmal. Guten Abend und herzlich willkommen hier im Literaturhaus Berlin im großen Saal. Mein Name ist Sonja Longolius und ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass wir ausgebucht sind. Wir werden Rücksicht nehmen auf Sie im kleinen Saal und im Durchgang. Vielen Dank für Ihr Verständnis, aber wir freuen uns auch, dass Sie heute Abend hier sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Reihe Wiedergefunden, Privatsammlungen in Deutschland nach 1933. Und das ist eine Initiative des Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden und Jüdinnen Europas, wofür ich mich sehr bedanke, die gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Siemens Arts Program diese Reihe ausrichten. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass es hier im Literaturhaus Berlin stattfinden kann, auch und gerade bei Chana Schütz, die heute Abend leider nicht bei uns sein kann, unsere herzlichen Grüße an Sie, aber sie hat diese Reihe gemeinsam mit Lea Roos hier zu uns ins Haus gebracht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir heute einen Vortrag und ein Gespräch hören werden über die Sammlung Kurt und Elsa Glaser nach 1933. Und es ist mir eine große Ehre, dass heute Anita Haldemann bei uns ist. Sie ist die stellvertretende Direktorin und Leiterin des Kupferstichskabinetts und hat die Ausstellung kuratiert, der Sammler Kurt Glaser, die im letzten und vorletzten Jahr zu sehen war, im Kunstmuseum in Basel. Es ist sehr schön, dass Sie heute Abend hier sind, Frau Haldemann, und zu uns sprechen. Vielen Dank. Die Einführung wird gleich Lea Roos geben. Sie kennen sie natürlich alle, Autorin und Publizistin, und sie ist eben auch Gastgeberin dieses Abends. Und ich freue mich sehr, dass Hermann Simon ganz kurzfristig eingesprungen ist, um heute Abend das Gespräch mit Frau Haldemann zu führen. Er ist der Gründungsdirektor und ehemalige Leiter der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum. Er ist Historiker und ich darf das einmal kurz an dieser Stelle erwähnen, er ist auch mein ehemaliger Chef. Also wir müssen uns heute alle bitte besonders gut zusammenreißen. Vor über 25 Jahren durfte ich bei Ihnen meine ersten Praktika und Berufserfahrungen sammeln. Deshalb, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil mein Chef im Raum ist. Ja? Also sehen Sie es mir nach. Jetzt soll es aber um die Sammlung Glaser gehen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und bitte jetzt Lea Roos hier zu mir auf die Bühne, die sie noch einmal begrüßen wird. Vielen Dank. Wie schön, dass Sie alle bei diesem gar nicht so warmen sommerlichen Wetter gekommen sind. Sie sind ein bisschen zu weit hinten, aber Sie können uns gut verstehen. Und wir bitten natürlich die beiden, dass sie laut genug reden, dass sie alles verstehen können. Also wunderbar, dass Sie da sind. Hermann Simon ist schon begrüßt worden. Chana Schütz ist aus dringenden familiären Gründen heute nicht bei uns. Sie lässt sie herzlich grüßen und sagte mir auch, sie ist froh, dass Hermann Simon dafür nicht eingesprungen, das wäre falsch gesagt, dass er dafür gekommen ist und wir freuen uns sehr auf das Gespräch, das sie beide dann führen werden. Also wir wünschen uns alle einen interessanten guten Abend, dass er interessant wird, ist sowieso klar. Dankeschön. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich soll Ihnen herzliche Grüße von Chana Schütz bestellen und nachher wird sie von mir natürlich erfahren, wie das hier gelaufen ist. Meine Damen und Herren, gestern vor 91 Jahren, am 24. Januar 1933, wurde in der Berliner Oranienburger Straße nach langen Vorarbeiten ein jüdisches Museum eröffnet. Wir verfügen über einen ausführlichen Bericht von dieser Eröffnung von der jüdischen Telegrafenagentur, die es sich nicht nehmen ließ, über dieses bedeutende kulturelle Ereignis lang zu informieren. Demnach gehörte zu den vom stellvertretenden Vorsitzenden der damaligen Berliner jüdischen Gemeinde, das war Kammergerichtsrat Leo Wolf, gehörte zu den von ihm begrüßten Gästen
auch der Direktor der Kunstbibliothek der staatlichen Museen, Kurt Glaser. Glaser war nicht nur bei den staatlichen Museen, sondern er war auch in den Jahren 1918 bis 1933 Kunstberichterstatter der Tageszeitung Berliner Börsenkurier. Und in dieser Zeitung veröffentlichte er bereits in der Abendausgabe des nächsten Tages einen Artikel unter der Überschrift »Das neue jüdische Museum«. Jüdische Museum setzte er in Anführungsstriche und führte aus, dass der Begriff eines jüdischen Museums wesentlich durch die Tatsache bestimmt werde, dass es eine jüdische Kunst nicht gebe. Ich will nicht in extenso auf den noch heute lesenswerten und anregenden Artikel eingehen, der nicht nur die Konzeption dieses Museums in Frage stellte, sondern auch einzelne ausgestellte Stücke kritisch unter die Lupe nimmt. Glasers so kritische Haltung mag wohl auch damit zusammenhängen, dass er am 28. Juli 1910 aus dem Judentum ausgetreten ist. Die entsprechende Karteikarte hat sich im Archiv des Zentrum Judaicum erhalten. Als ich 1983, auch schon eine Weile her, zum Gedenken an die Gründung des Berliner Jüdischen Museums, damals vor 50 Jahren, gebeten wurde, die Geschichte dieser Kulturinstitution zu schreiben, bin ich ausführlich auf Glasers kritische Position zu dem Thema jüdische Kunst eingegangen. Dass er gemeinsam mit seiner ersten Frau Elsa, geborene Kolka, die er am 12. August 1903 in Breslau geheiratet hatte, eine bedeutende Kunstsammlung besaß, war mir damals, 1983, absolut unbekannt. Umso mehr freue ich mich heute, Genaueres über das Schicksal dieser Sammlung zu erfahren. Liebe Frau Haldemann, und damit haben Sie das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch herzlich von meiner Seite und ich bedanke mich vor allem zuerst ganz herzlich für die freundliche Einladung und die freundlichen einführenden Worte. Es ist mir wirklich eine Ehre, als Schweizer Museumsfrau hier in Berlin über einen Berliner Sammler sprechen zu dürfen. Aber es ist mir auch eine Freude, weil, obwohl die Geschichte von Glaser eine traurige ist auch, enthält sie auch viele positive, wunderbare Momente und liegt mir inzwischen sehr am Herzen. Ich bin berufen, über diese Geschichte zu erzählen, weil ich sehr lange über Kurt Glaser geforscht habe. Und das hat damit zu tun mit dieser Auktion, die hier genannt wird. Und zwar wurden im Mai 1933 wurde die Sammlung von Kurt und Elsa Glaser hier in Berlin im Auktionshaus. Mikrofon noch ein bisschen mehr zu sich rannehmen. So, ist das besser? Oh, Entschuldigung, jetzt höre ich es auch. Ja, die Auktion, die Sie hier sehen, genannt sind bei Max Perl in Berlin, ist der Grund, warum ich überhaupt hier stehe. Weil das Kunstmuseum Basel hat 1933 200 Werke auf Papier hier in Berlin erworben. Damals wusste man zwar, dass diese Sammlung von Glaser stammt, aber es gab im Kunstmuseum keine Debatte, ob das ein Problem sein könnte. Hier sehen Sie den Auktionskatalog. Unser Direktor Otto Fischer damals kam nach Berlin, hat sich im Auktionskatalog ganz viele Notizen gemacht, was wie viel kostete und was er erworben hat. Und hier, nur damit Sie sehen, um welche 200 Werke das handelt, ein paar Beispiele, die er dann hier erworben hat für das Museum. Max Beckmann, anonyme alte Meister, Pechstein, Rodin, Corinth, Daumier
eine Fülle von moderner mehrheitlich moderner Grafik. Nun, diese Geschichte fand dann von 1933 eine Fortsetzung, als im Jahr 2004 die Anwälte der Erbengemeinschaft von Glaser mit uns in Basel in Kontakt trat und das Gespräch suchte, in der Hoffnung, eine gerechte und faire Lösung mit dem Museum zu finden, weil die Erbengemeinschaft die Forderung stellte, dass wir diesen Ankauf abklären und eine gemeinsame Lösung finden. 4 Jahre später, 2008, hat der Kanton Basel-Stadt, weil wir sind ein öffentliches Museum in Basel, hat der Kanton diese Forderung abgelehnt und nicht weiter diskutiert. 9 Jahre später, 2017, traten die Erben erneut mit uns in Kontakt. Und dieses Mal war eine ganz neue Situation. 9 Jahre später gab es eine neue Museumsleitung. In Bern hatte es die Sammlung Gurlitt gegeben. Die Diskussion in der Schweiz war im Gange, wie man mit Raubkunst und Fluchtgut umgehen soll. Und wir haben sofort so reagiert, diesmal anders, dass wir sagten, wir müssen uns mit dieser Geschichte beschäftigen und wissen, was eigentlich genau passiert ist. Und wir haben es dann zustande gebracht, zu den Details komme ich dann später, dass 2020, wiederum 3 Jahre später, Sie sehen, diese Geschichten dauern ewig, haben wir eine gerechte und faire Lösung mit den Erben gefunden, gemäß den Washington Principles, das heißt den Grundsätzen der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Wir haben anerkannt, dass Glaser seine Sammlung aufgrund der Verfolgung durch die Nationalsozialisten verkauft hat. Und die Einigung beinhaltete, dass wir die Werke in Basel behalten konnten in der Sammlung, mit dem Argument, dass diese 200 Werke, das größte Konvolut, das noch existiert an einem Ort aus dieser gigantischen Sammlung, auch so erhalten bleibt und wie ein Mahnmal im Museum bestehen bleibt und hier der Öffentlichkeit zugänglich ist. Dazu kam eine finanzielle Entschädigung an die Erben. Und es kam eben zu dieser Ausstellung, die schon erwähnt wurde, und einer Publikation, die im Buchhandel erhältlich ist und ganz viel mehr Details enthält, als ich sie heute präsentieren kann. Ich möchte aber jetzt zuerst mal die Protagonisten vorstellen, Kurt Glaser, weil der war uns wirklich nicht bekannt und ich habe festgestellt, auch in Berlin wussten viele nicht von seiner Wichtigkeit und Bedeutung als Meinungsmacher, einer der führenden Personen im Kulturleben Berlins. Kurt Glaser hat zuerst Medizin studiert. Er war ursprünglich in Leipzig geboren worden als Sohn eines Kaufmanns, aber hat dann in Berlin später das Gymnasium besucht im Tiergartenviertel und eben zuerst das Medizinstudium in Angriff genommen. Doch die Kunst hat ihn schon sehr früh fasziniert und nachdem er Elsa Kolker geheiratet hat, hat er ein Kunstgeschichtsstudium in Angriff genommen, was ihm auch möglich war, weil Elsa Kolker auch ein gewisses Vermögen in die Ehe einbrachte. Und er hat auch schon im Studium, das ist sehr bewundernswert, sehr viele Kunstkritiken geschrieben und die beiden haben schon eine Sammlung aufgebaut. Nach der Promotion war er sehr lange am Kupferstichkabinett Berlin tätig und hat sich dort sehr für die zeitgenössische Kunst, für die Moderne eingesetzt und diese Sammlung sehr geprägt, diesen Aufbau der Sammlung. Und er hat dann 1924 in die Kunstbibliothek gewechselt und wurde dort Direktor, ein sehr angesehener Posten damals, den er mit Engagement und viel Leidenschaft ausgefüllt hat. Das ist jetzt mal die Geschichte bis 1933, bis er seine Sammlung versteigern musste. Schon erwähnt wurde Elsa Glaser und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Sammlung nur entstanden ist in der Zusammenarbeit mit seiner Frau.
Ich habe immer gesagt, die beiden waren so ein bisschen wie Partners in Crime. Sie waren weltweit unterwegs, sie reisten nach Japan, wahrscheinlich China, sie waren in ganz Europa unterwegs. Und sie tauchen hier auch gemeinsam auf einem Gemälde von Munch auf. Sonst sind sie meistens separat porträtiert worden. Und diese Foto zeigt das Ehepaar in Oslo, als sie 1913 zum ersten Mal Edvard Munch besucht haben. Und thronend oben auf dem Wagen mit dem breiten Hut, das ist Elsa Glaser, die immer mit von der Partie war. Und das zeigt auch gerade, dass die Glasers in engem Kontakt waren mit Künstlerinnen und Künstlern. Also das heißt, sie haben den Austausch und Freundschaften gepflegt. Das war ganz wichtig und waren diesbezüglich sehr viel unterwegs. Und das lief natürlich parallel zur Berufstätigkeit von Kurt Glaser. Über Elsa Glaser weiß man leider nicht so viel. Das ist eine typisch weibliche Biografie. Sie war gebildet. Wir wissen, sie kannte Fremdsprachen, sie konnte etwas Japanisch und sie hat 1930 eine Übersetzung eines Cézanne-Buches veröffentlicht. Das heißt, ihre Französischkenntnisse waren auf einem sehr hohen Niveau. Aber sonst erscheint ihr Name eigentlich wenig, außer im Zusammenhang mit Kurt Glaser. Nun, ihre Sammlung war auch lange nicht sehr bekannt. Wir dachten auch zuerst, es ist vor allem ein Grafiksammler, weil in dieser Auktion 1933 war die Grafik dominierend, Zeichnungen, Druckgrafik, Bücher. Und stellt sich aber heraus, die beiden besaßen ganz wichtige Bilder. Sie sehen hier zwei, die sehr berühmt sind. Das Bildnis, das Max Beckmann von Kurt Glaser 1929 gemalt hat. Und ein Bildnis, das Edvard Munch von Elsa Glaser schon 1913 gemalt hat. Und hier sieht man auch, wie die beiden sich präsentieren. Als Beckmann malt Glaser fast, wie er sich selber gemalt hat, sehr ernsthaft mit einem Buch, als Intellektueller. Und Elsa Glaser, die wird als sehr moderne Frau ins Bild gesetzt, modisch gekleidet, selbstbewusst, wie sie es offenbar auch war. Die Sammlung war aber sehr breit angelegt, das heißt, es gab viele zeitgenössische Künstler, ein paar Namen lesen Sie hier, von Beckmann, Matisse, Munch, Kirchner, Heckel über Kokoschka, aber es hatte auch Werke alter Meister dabei. Es hatte vor allem viel ostasiatische Kunst, weil Kurt Glaser hat zwar über Hans Holbein den Älteren promoviert und sich dann eben beruflich auch auf die moderne, die zeitgenössische Kunst spezialisiert, aber den zweiten Schwerpunkt seiner Forschung lag in der ostasiatischen Kunst. Und das ist sehr, sehr, also ich bewundere das heute, wie Kunsthistoriker damals solch große Gebiete parallel gepflegt haben, aber die Literatur war ja auch noch nicht so endlos, wie sie heute entsteht in der kunsthistorischen Forschung. Und sie besaßen sogar afrikanische Kunst, islamische Kunst, sehr viele Bücher und das sehen wir dann später noch in Fotos. Aber hier noch zwei ganz wichtige Gemälde, die wir auch in die Ausstellung nach Basel geholt haben, um zu zeigen, wie bedeutend diese Sammlung war und auch wie dynamisch sie war bis zu einem gewissen Grad, weil zum Beispiel dieses Gemälde links von Henri Matisse, der Junge mit dem Schmetterlingsnetz, das hat das Ehepaar Glaser 1912 schon in Paris erworben und dann zwei Jahre später schon wieder ausgetauscht gegen ein anderes Werk. Und zwar in dem Jahr, als sie Matisse besucht haben in Paris. Also sie haben auch ständig so ihren Geschmack weiterentwickelt, immer wieder auch mit dem Ziel, ihre Munch-Sammlung zu vergrößern und zu optimieren. Und was mich auch so erstaunt hat, ist, dass er 1912 dieses Gemälde von Franz Marc, die großen blauen Pferde, erworben hat. Und zwar direkt aus der Ausstellung der Blaue Reiter. Also war auch so ein mutiger Schritt für einen Sammler, würde ich aus heutiger Perspektive sagen. Aber auch dieses Gemälde hat er relativ bald wieder weiterverkauft. Und es ist dann 1919 im Schweizer Kunsthandel aufgetaucht und ist heute auch in den USA. Die Sammlung wurde
in einer sehr großen Wohnung präsentiert. Kurt und Elsa Glaser konnten 1925 im sogenannten Professorenanbau, Annexbau der Kunstbibliothek wohnen. Das war eine sehr schöne große Wohnung mit 10 Räumen, wo sie diese Sammlung auch ausbreiten konnten. Sie sehen hier Fotos, rechts ist dieser Annexbau. Und hier sehen Sie jetzt eine Ansicht dieser Wohnung. Da sieht man Glaser inmitten seiner Bücher, seiner Kunst. Da sehen Sie Cézanne-Zeichnungen im Hintergrund. Dann hier noch der Bibliotheksgang seiner Wohnung. Und was hier auch schön ist, ist, dass man links das Beckmann-Porträt sieht, das auf einer Staffelei immer präsentiert wurde, dass auch die Besucher ihrer Montagssalons ihn so repräsentiert sahen. Und man sieht auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber links auf diesem Tisch eine kleine Buddha-Statue und unten in diesem, unter diesem Tisch auf einem Regalbrett sieht man Mappen, diese Grafikmappen, wo eben die ganzen Zeichnungen und Druckgrafiken aufbewahrt wurden. Wie groß die Sammlung wirklich war, ist schwer zu wissen. Die wichtigste Quelle ist der Auktionskatalog von 1933. Der enthält etwa 1300 Nummern und viele Nummern haben ganze Konvolute von Grafik beinhaltet, manchmal 10, 20 Domiers als ein Konvolut angeboten. Und wahrscheinlich waren das über 2000 Werke, würde ich mal schätzen. Aber es waren ja auch nicht alle Werke in dieser Auktion angeboten worden. Das heißt, es muss noch viel mehr gegeben haben. Und hier sieht man auch, dass es nicht nur die Munch-Gemälde gab, die Sie hier an der Wand sehen, sondern auch Stilmöbel. Das heißt, das war so ein Gesamtkunstwerk, diese Wohnung. Und die Presse berichtete sogar darüber, also die Sammlung war sehr bekannt und hier ging es um die Montagsempfänge eben in der Wohnung von Glaser und seiner Frau. Er hat nämlich in der Zeit, als er Direktor an der Kunstbibliothek war, von 1924 bis 1933, hat er Vortragsabende organisiert in der Kunstbibliothek zu ganz aktuellen Themen, zu Städtebau, zu zeitgenössischer Architektur und Fotografie. Und im Anschluss an diese Vorträge, wo berühmte Künstler und andere Referenten eingeladen wurden, lud das Ehepaar in diese Wohnung ein zu den Empfängen. Die werden hier eben, darüber wird hier berichtet. Da war die ganze intellektuelle und Kunstprominenz anwesend. Hier auf dem Foto rechts, das ist ein bisschen klein, aber da würde man Bruno Kassierer, Karl Scheffler mit ihren Ehefrauen sehen. Oder Maler wie Hans Pohrmann und Rudolf Großmann, aber auch Edvard Munch war zum Beispiel auch ab und zu Gast. Und interessanterweise berichtet auch die Presse, dass es eben seriöse Salons war, wo man sich intellektuell austauschte über die modernen oder die aktuellsten Themen und dass es eben nicht der Salon war, wo man nur Champagner schlürfte, sondern sich eben wirklich debattierte und ernsthaft austauschte. Nun kommen wir aber zur beruflichen Tätigkeit von Glaser. Es ist nämlich interessant, dass er ja sehr aktiv war außerhalb seiner Anstellung am Kupferstichkabinett und nachher an der Kunstbibliothek. Er hat hunderte von Kunstrezensionen geschrieben, er hat Bücher publiziert über Grafik, er hat, auch wenn er gereist ist, hat er Berichte publiziert. Also er war so aktiv, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wahrscheinlich in der Zeit vor Internet und Fernsehen, da hatte man noch Zeit zu lesen und schreiben. Und das lief parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit. Und da gibt es schöne Parallelen auch zu den Werken, die er für das Kupferstichkabinett ankaufte und jene, die er privat sammelte. Er ist 1909 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ins Berliner Kupferstichkabinett gekommen, wurde dann später Direktorialassistent und erst 1920 Kustos. Dass das so lange gedauert hat, hat einerseits damit zu tun, dass er im Ersten Weltkrieg sich freiwillig gemeldet hat, also es einen Unterbruch gab, aber man vermutet auch, dass seine jüdische Herkunft auch
nicht förderlich war für seine Karriere. Es wurde schon erwähnt, er hat 1914, glaube ich, ich glaube sogar sich taufen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so viel geholfen hat. Aber auf jeden Fall wurde er 1920 Kustos der neuen Abteilung. Die gab es bereits, das heißt, es wurde zu diesem Zeitpunkt bereits zeitgenössische Kunst erworben am Kupferstichkabinett. Sein Vorgänger, Sie sehen ihn links, das war der Max Friedländer, der hier von Max Liebermann porträtiert wurde 1927. Er hatte das auch schon gepflegt, dass er zum Beispiel Sleevogt und Liebermann gesammelt hat und vor allem auch französische moderne Kunst. Aber Glaser brachte natürlich mit Künstlern wie Munk, Kirchner und Beckmann noch ganz neue, etwas mutigere Schwerpunkte in die Sammlung hinein. Rechts sehen Sie einen Blick ins Inventarbuch, wo man Glasers Handschrift erkennen könnte, wo eben die Werke, die 1920 zum Beispiel gerade in die Sammlung kamen, inventarisiert hat. Und so hat er schon die Sammlung des Kupferstichkabinetts sehr stark geprägt. Er hat das verbinden können, sein privates Engagement, zum Beispiel seine Freundschaft, die er dann mit Munk gepflegt hat, und die Werke, die er zum Beispiel für andere Sammler, für seinen Schwiegervater zum Beispiel vermittelt hat. Dieses Netzwerk hat er dann auch nutzen können fürs Kupferstichkabinett, weil viele Künstler und sogar Kunsthändler und Sammler haben dem Kabinett Werke geschenkt und er hat auch viele Ankäufe ermöglicht. Das heißt, während seiner Amtszeit zwischen 1909 und 1924 hat man Werke von über 300 verschiedenen Künstlern erworben und von etwa 12 Künstlerinnen immerhin. Es gab Ausstellungen zum Beispiel zu Munk 1923, die er verantwortete, und das war auch zu diesem Zeitpunkt noch recht modern, dass man überhaupt viele Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst gemacht hat. Das war noch gar nicht selbstverständlich. Und ich zeige Ihnen jetzt gerne auch ein paar Beispiele von Werken und deren Geschichte. Von Munk hat schon Friedländer 1903 immerhin 4 Werke erworben, aber da hat man noch gezögert. Und als dann Glaser ans Kabinett kam 1909, bis 13 in den ersten 4 Jahren hat er bereits 100 Druckgrafiken von Munk für die Sammlung erworben. Und dann in den weiteren Jahren, bis er das Kabinett verließ, nochmal weit über 100. Interessant ist, ich komme dann später noch auf die Verstreuung der Sammlung zu sprechen, dass auch das Kupferstichkabinett Berlin 1933 aus dieser Auktion 7 Werke ersteigert hat. Es gibt auch Werke aus Glasers Privatsammlung, genau wie hier das Blatt links, eben das aus der Auktion 33 dann eben im Kabinett geschenkt wurde von einem Unbekannten, wie ich gerade erwähnt habe. Rechts sehen Sie aber ein Blatt, das Glaser, wo Glaser Beckmann offenbar überzeugen konnte, ein Blatt dem Kupferstichkabinett zu schenken, nämlich ein schöner Probedruck der Kaltnadelarbeit des Frauenbad. Hier sehen Sie ein Blatt von Corinth links, eine schöne Kaltnadelarbeit, und das soll nochmal zeigen, wie parallel die private und die berufliche Sammlung im Kupferstichkabinett sich entwickelt hat. Das ist auch etwas, was heute gar nicht mehr möglich wäre, aber natürlich damals wunderbare Synergien möglich gemacht hat. Es hat auch ein paar Künstlerinnen dabei, zum Beispiel hier rechts dieses Blatt von Marie Laurencin, eine Dichterin und Malerin aus Paris, die lange die Muse von Guillaume Apollinaire war. Und hier hat sich dann das Netzwerk mit Kunsthändlern bewährt, nämlich Alfred Flechtheim, der hat dieses Blatt dem Kupferstichkabinett geschenkt 1923, nachdem er eine Ausstellung zu dieser Künstlerin gemacht hat. Und Glaser hat dann für das Kabinett auch noch ein paar weitere Werke dieser Künstlerin erworben. Also so viel zur Tätigkeit am Kupferstichkabinett, wo er wirklich Spuren hinterlassen hat. Und er hätte dann auch 1924 einen Ruf nach
Dresden gehabt ins Kupferstichkabinett. Er hat sich aber entschlossen, in Berlin zu bleiben und stattdessen eben Direktor der Kunstbibliothek zu werden, wo er dann bis zu seiner Entlassung 1933 blieb. Er hat an diese Kunstbibliothek gewechselt zu einem Zeitpunkt, wo diese sich neu orientiert hat oder neu erfinden musste, fast ein bisschen, weil die, weil in dieser Umbruchphase zur neuen Direktion, er hat versucht, diese Institution stärker zu einer Bildungs-, Forschungs- und Sammlungseinrichtung zu machen, weit über die Funktion einer Bibliothek weiterzuentwickeln. Er hat zum Beispiel Themen wie Werbung, Fotografie und Typografie stark betont. Sie sehen rechts ein Plakat einer Ausstellung, die er nicht selber verantwortet hat, aber sicher eben unterstützt hat oder es in seiner Zeit organisiert wurden. Er hat eben diese Vortragsreihen, die ich schon erwähnt habe, organisiert, wo die Themen wie Fotografie, Städtebau diskutiert wurden. Und es war wirklich so ein Brennpunkt auch des Berliner Kunstbetriebs, der sich da getroffen hat und Themen diskutiert hat. Und Glaser selber hat auch stark argumentiert, dass man diese Grenzen zwischen angewandter und freier Kunst eigentlich noch stärker lockern sollte. Nun, Sie sehen, vielleicht haben Sie jetzt einen Eindruck bekommen, wie großartig die Karriere von Glaser war, welche wichtige Rolle er gespielt hat im Kunstbetrieb in dieser Zeit. Doch auf diesem Höhepunkt seiner Karriere stirbt seine Frau im Jahr 1932 im Juli an einer Krankheit, nur im Alter von 54 Jahren. Und es bricht für ihn eine Welt zusammen. Wie ich gesagt habe, eben haben die beiden ja wirklich quasi ein Team gebildet. Es wurde dann auch an der Grabrede von Karl Scheffler betont, wie vorbildlich die Ehe war, die die beiden geführt haben und dass sie sehr fehlen wird, weil sie doch einen großen Kreis gebildet und zusammengehalten hat und eben auch eine wichtige Rolle im Leben und im Wirken von Glaser gespielt hat. Glaser schenkt in der Folge dieses Verlustes sein wichtigstes Munch-Gemälde der Nationalgalerie. Es handelt sich hier um dieses Gemälde, das Sie links sehen, Musik auf der Karl-Johann-Straße von 1889. Es ist einerseits auch das wichtigste Werk von Munch selbst, aus seiner künstlerischen Produktion, aber es war eben auch in der Sammlung von Glaser sein wichtigstes Bild. Er hat sehr lange dafür sehr viel getan, um es zu kriegen, hat es 1916 gegen ein Gemälde von Van Gogh eingetauscht, weil er es unbedingt haben wollte. Und nun schenkt er es also Ende 1932 der Nationalgalerie. Sie sehen es rechts in einer Fotografie ausgestellt im Kronprinzenpalais 1933. Er stellte zwei Bedingungen. Die eine war, dass das Gemälde immer ausgestellt sein solle und dass daneben ein Schild hängen soll, das an seine Frau erinnert und dass er das geschenkt hat als Hommage an seine verstorbene Frau. Und die Bedingung war zudem, dass wenn diese beiden Auflagen nicht mehr erfüllt würden, dass er das Bild wieder zurückhaben könne. Und das ist sehr wichtig für die spätere Entwicklung. Denn später wird er das Bild, nämlich wenn es tatsächlich nicht mehr gezeigt wird, wird er es in die Schweiz holen, wo er dann im Exil ist, aber dazu gleich mehr. Und Sie sehen da auch, dass es ihm eigentlich wichtig war, weil er war wirklich ein Museumsmensch seit der Tätigkeit im Kupferstichkabinett, dass wichtige Gemälde auch oder wichtige Kunst auch in öffentlichen Sammlungen zugänglich ist. Nun, 1933 wird alles noch viel schlimmer. Was er später sagt, was mit dem Tod seiner Frau begonnen hat, nimmt einen tragischen Verlauf im Jahr 1933. Antisemitische Angriffe hat er, Anfeindungen hat er natürlich schon vorher erlebt, die sind auch dokumentiert.
Doch 1933 wird mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten alles deutlich schlimmer und die Bedrohung ernster. Und Sie sehen hier diese Aufnahme, wie Hermann Göring mit der berittenen Schutzpolizei vor der Prinz-Albrecht-Straße die Straße abschreitet. Und das ist vor dem Gebäude der Kunstbibliothek, wo eben Glaser auch gewohnt hat. Und das finde ich so eindrücklich, wie man sieht, dass diese Bedrohung so nahe oder so spürbar gewesen sein muss, weil das ist der 15. März, wo er da noch wohnte. Ja, dann überschlagen sich eigentlich die Ereignisse in diesem Jahr 1933. Sie wissen das alles besser als ich. Am 1. April folgt der sogenannte Judenboykott. Am 7. April folgt das Gesetz zur Wiederherstellung des Beamtentums und Glaser wird beurlaubt aus dem preußischen Staatsdienst. Seine Wohnung verliert er, weil da wird auch die Zentrale der Nationalsozialisten aufgebaut oder soll dort zu Hause sein. Dann bereits im Mai finden eben diese beiden Auktionen statt. Das heißt, am 9. Mai zuerst die Auktion, wo er seine Möbel, seine Gemälde, die kunstgewerblichen Gegenstände und schon einige Bücher verkauft. Und dann nur 9 oder 10 Tage später verauktioniert er die Bücher, die restlichen, weil Sie wissen ja, die Bibliothek war gigantisch, und die Kunstsammlung bei Max Perl. Diese Auktionen waren natürlich ein Verlustgeschäft, wurde längst nicht alles verkauft, die Preise waren gar nicht hoch. Er hat immerhin aber die Einnahmen dieser Auktion erhalten, weil er so früh verkauft hat, wurde er nicht enteignet, aber natürlich hat er einen großen Verlust entgegengenommen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie die Sammlung für ihn, welche Rolle die für ihn gespielt hat, er hatte zum Beispiel natürlich viele Werke auch mit Widmungen von Künstlern besessen, die musste er jetzt alle verkaufen und man kann sich vorstellen, dass ihm das auch wehgetan hat. Er schreibt am zweiten Tag der zweiten Auktion einen Brief an Edvard Munch. Und Munch, dieser Briefwechsel mit Munch ist eine ganz wichtige Quelle, weil wir wissen sonst nicht so viel Persönliches von Glaser. Aber er berichtet Munch von seiner Situation und schreibt, dass seit dem Tod seiner Frau im Jahr zuvor eben seine ganze Welt Stück für Stück zusammengebrochen sei. Er habe seine Wohnung aufgeben müssen, sein Amt verloren und er hätte es sinnlos gefunden, jetzt noch eine große Wohnung zu mieten. Und er habe sich nun von all seinem Besitz freigemacht, um irgendeinmal wieder ganz neu anzufangen. Er erzählt dann auch von der neuen Frau in seinem Leben, dass er ganz unerwarteterweise nun eine neue Lebenspartnerin hat mit Maria Milch, die er dann auch schon im Mai heiratet. Und mit ihr verlässt er dann Berlin, noch mit ungewissem Ziel. Zuerst als eine Art Hochzeitsreise war es wenigstens angedacht. Und man weiß nicht genau, sie kam nochmal nach Berlin zurück. Was wir wissen, ist dann, dass er im Herbst in der Schweiz in der Schweiz wohnt, sich dort ein Haus mietet mit seiner zweiten Frau und im September dann ja auch definitiv entlassen wurde als Direktor der Kunstbibliothek. Er hat in der Schweiz eine spezielle Situation, weil er hatte eine offizielle Erlaubnis aus Berlin, sich im Ausland aufzuhalten, aus gesundheitlichen Gründen und auch für Forschungszwecke. Er hat auch einen Wohnsitz in Berlin noch beibehalten und damit auch noch eine Zeit lang die Rente in die Schweiz nachgeschickt bekommen. Er hat auch im Herbst 1933 14 große Kisten, Umzugskisten in die Schweiz retten können, wo wir aber nicht genau wissen, was da drin war. Wahrscheinlich auch Kunst, aber leider haben wir da keine Dokumente gefunden. In der Zeit in der Schweiz hat das, ich zeige Ihnen jetzt hier, das
Ehepaar. Es ist ein bisschen ein Trost zu wissen, dass er wenigstens mit der zweiten Frau ein privates Glück unter diesen Umständen gefunden hat und sogar eine Tochter hatte 1935. Anfänglich waren sie noch recht mobil, er ist auch gereist nach Wien oder Paris. Er hat sich auch immer wieder in Italien aufgehalten, um in Florenz an eine Geschichte über die italienische Renaissance zu schreiben. Aber er konnte nicht mehr Fuß fassen beruflich. Er hat sich sogar 1938 in Basel als Direktor des Kunstmuseums beworben, aber er hat die Stelle nicht gekriegt, weil man zu dieser Zeit 1938 keine ausländische Direktoren mehr anstellen wollte. Aber es wird auch in einem Nebensatz natürlich erwähnt, dass auch jüdische Direktoren auch nicht mehr erwünscht werden oder dass man das auch nicht riskieren möchte. Das ist leider so in den Protokollen der Kunstkommission des Museums auch festgehalten. Glaser schafft es also nicht, beruflich tätig zu sein. Er hat auch kein Einkommen. Er hat natürlich noch zum Glück noch Ersparnis gehabt aus der Schweiz, aus Berlin, und kann sich so offenbar noch in der Schweiz leben. Ungefähr plant er die Ausreise in die USA. Und das war ein längeres Unterfangen, eben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als auch diese Bewerbung in Basel ohne Erfolg war, beginnt er diese Pläne, und im Februar 1941 reist das Ehepaar tatsächlich aus über Havanna nach New York. Und das wiederum war auch eine Art Schicksalsschlag, weil die beiden müssen ihre Tochter in der Schweiz zurücklassen. Die war inzwischen in einer Ita-Wegmann-Klinik in der Nähe von Basel in Ahlesheim. Wir haben dann herausgefunden, dass sie eine körperliche Einschränkung hatte, sodass sie dort gepflegt wurde und nicht in die USA reisen konnte, weil sie die Reise wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Und sie ist dann auch sehr früh, 1943, in der Nähe von Basel verstorben. Also auch das ganz ein sehr trauriger Aspekt dieser Familiengeschichte. Dann das Exil in New York und dann auch Lake Placid am Schluss. Kurt Glaser ist dann 1943 schon verstorben. Er hatte noch Hoffnung, in New York vielleicht Fuß fassen zu können beruflich. Das war auch nicht möglich und er war gesundheitlich sehr angeschlagen und ist dann 1943 verstorben. Seine zweite Frau, Maria Glaser, hat dann nochmal geheiratet, ein Ernest Ash, deshalb hieß sie dann Maria Glaser Ash. Und Sie sehen sie hier in ihrer Wohnung in New York im Januar 1957. Und das ist jetzt die Überleitung auch dazu, was ist jetzt noch mit der Sammlung passiert in dieser Zwischenzeit. Hier ist ein Werk im Hintergrund zu sehen in der Wohnung, und zwar eine Zeichnung aus dem Umkreis von Bartholomäus Spranger. Glaser hat nämlich wahrscheinlich in einem Koffer noch eine Anzahl von Zeichnungen, etwa 17 Altmeisterzeichnungen und mindestens eine Matisse-Zeichnung mit nach New York genommen. Die Matisse-Zeichnung hat dann seine Witwe Maria Glaser nach Chicago verkauft, und die 17 Altmeisterzeichnungen hat sie später der Pierpont Morgan Library in New York vermacht. Und die ganze Erbengemeinschaft, die stammt eigentlich aus dieser zweiten Ehe von Maria Glaser, weil Kurt Glaser selber hatte keine Nachkommen, weil das Kind so früh verstorben ist, und seine beiden Brüder auch, sodass die Erben eigentlich aus der Familie von Maria Glaser Esch und deren zweiten Mann abstammen. Ja, jetzt hier diese Grafik können Sie wahrscheinlich gar nicht lesen, aber die hatten wir in der Ausstellung in Basel, die zeigen sollte, in welche Richtungen sich diese Sammlung von Elsa und Kurt Glaser verstreut hat. Und zwar ist ja ein großer Teil eben aus dieser Auktion 1933 in alle Windesrichtungen verstreut worden, eben die 200 Werke auf Papier nach Basel. Dann eine Anzahl zum Beispiel von 8 Zeichnungen hat ein Sammler
englisch-österreichischer Sammler namens Antoine Graf von Seilern erworben. Er hat sie dann 1978 dem Courtauld Institute in London vermacht. Und viele Werke wurden von privaten Leuten und sicher auch von Kunsthändlern aus dieser Auktion erworben. Das ist so ein Teil. Es gab auch viele Gemälde, die ja in dieser oder Werke, die in der Auktion gar nicht angeboten wurden von Glaser. Es gibt zum Beispiel eben dieses Porträt, das Beckmann von ihm gemalt hat. Das haben sie möglicherweise, hat Kurt Glaser noch mit in die Schweiz genommen, weil das taucht erst 1957 wieder auf, als es seine Witwe an den Kunsthändler Walter Veilchenfeld in Zürich verkauft. Und deshalb habe ich jetzt angenommen, dass es wahrscheinlich in der Schweiz war, aber auch das ist nicht gesichert. Und so kam es dann über den Kunsthandel später in die USA. Dann gibt es die Werke, die Glaser mit in die Schweiz genommen hat, von denen wir wissen, dass er sie in die Schweiz mitgenommen hat. Und zwar konnte er 1935, also 2 Jahre nachdem er in die Schweiz ins Exil gegangen ist, hat er 7 Gemälde mitgenommen, 5 davon waren von Munk und er hat sie im Kunsthaus Zürich deponiert. Und das war für ihn naheliegend, weil er mit Wilhelm Wartmann, dem Direktor des Kunsthauses Zürich, schon lange im Kontakt war. Er hat nämlich 1922 den Kontakt zu Munk hergestellt und den Zürcher Kollegen ermöglicht, eine Munk-Ausstellung zu machen, die erste große überhaupt in der Schweiz. Und diese Verbindung, die ist dann immer geblieben und deshalb war es sicher naheliegend für Glaser in Zürich diese Werke zu deponieren. Ich dachte eigentlich, er müsste auch Kontakt gehabt haben zum Direktor in Basel, zum Otto Fischer, weil die haben sehr viele Interessen geteilt. Sie haben über auch beide bei Heinrich Wölfin hier in Berlin promoviert und hatten mit altdeutschen Zeichnungen und dann mit der Moderne ähnliche Interessen, sogar die ostasiatische Kunstgeschichte haben sie beide betrieben. Wir konnten aber nie einen Briefwechsel finden. Und so, dass vielleicht halt dieser Kontakt gar nicht so intensiv war und Zürich deshalb das Museum der Wahl war, wo er die Werke deponiert hat. Er hat dann eben, und da komme ich jetzt auf dieses Gemälde zurück, das er der Nationalgalerie geschenkt hat von Edvard Munk als Hommage an seine verstorbene Frau. Das Gemälde war dann tatsächlich 3 Jahre später nicht mehr ausgestellt und so konnte er es in die Schweiz holen. Das ist auch eigentlich erstaunlich, dass das eben noch gelungen ist, dass er das Gemälde erst 1938 noch in die Schweiz retten konnte und dadurch auch vor einer Beschlagnahmung als entartete Kunst. Diese Werke, die blieben im Kunsthaus Zürich, bis er 1941 nach New York weiterzog. Er wollte eigentlich dieses Gemälde eben von Munk, die Musik auf der Karl-Johann-Straße, wollte er mitnehmen nach New York als einziges dieser Gemälde, weil es sicher dasjenige war, das ihm am wichtigsten war. Er erhielt aber keine Ausfuhrpapiere, sodass das Bild in Zürich bleiben musste. Und er hat es dann im Gegensatz zu den anderen 6 Gemälden, die dort deponiert waren, hat er es dann an das Kunsthaus verkauft. Ist mir noch nicht ganz klar, immer noch nicht ganz klar, warum er das getan hat, nur dieses eine Gemälde, wahrscheinlich weil es ihm das Wichtigste war und er wissen wollte, sicher sein wollte, dass es wieder in einem Museum ist. Er schreibt dann auch diesem Wartmann im Kunsthaus Zürich, dass er es so gern schenken würde, aber dass er nicht mehr in der Lage sei, das tun zu können, weil er eben auch darauf angewiesen war, das Geld zu haben und hat es dann auch günstiger verkauft, als er das eigentlich tun wollte. Die anderen Bilder, diese 6, die im Kunsthaus deponiert waren, die ließ er in Zürich, wahrscheinlich auch, um eine Sicherheit zu haben, falls er Geld brauchte in der Schweiz, um die Tochter in Basel finanziell zu unterstützen oder die Pflege zu garantieren, was dann ja leider nicht notwendig wurde, weil sie so früh verstorben ist. Aber diese Gemälde hat dann seine zweite Frau nach seinem Tod an das Kunsthaus Zürich verkauft, 1943 und 1946. Zwei
Bilder, die in Zürich waren, die gelangten nach Basel ins Kunstmuseum nach dem Krieg, erstaunlicherweise, und wurden dann bei uns deponiert. Eines wurde dann weiterverkauft von der Witwe von Glaser und das andere wurde bei uns vergessen. Und sie ist das Porträt, das Sie ganz am Anfang gesehen haben, das Doppelporträt, das auch auf der Einladung war. Und das hat die Maria Glaser in Basel schlicht vergessen. Und wir haben ganz lange versucht, also meine Vorgänger haben versucht, die Eigentümer ausfindig zu machen, aber das ist nicht gelungen, weil dann in der Zwischenzeit eben auch Maria Glaser verstorben ist. Und dann wurden wir aber von den Anwälten und der Erbengemeinschaft kontaktiert und konnten es zurückgeben. Und es ist heute das einzige Werk, das noch der Erbengemeinschaft gehört und im Moment bei uns als Leihgabe im Haus ist, seit der Ausstellung, die wir gemacht haben. Also Sie sehen, diese Werke haben ganz verschiedene Wege genommen. Man könnte eigentlich auch fast für jedes Werk wie eine Biografie schreiben, eine Reise, die diese Werke gemacht haben. Und auch vielfältig waren dann, da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen, die verschiedenen Lösungen, die die Erbengemeinschaften mit den Museen gefunden haben. Es ist so, dass die Erbengemeinschaft seit sicher über 20 Jahren dabei ist, diese Werke überhaupt ausfindig zu machen. Das gelingt zum Teil jetzt besser, weil viele Museen ihre Sammlungen online auf den Webseiten zugänglich machen. Aber das war lange natürlich ganz schwierig herauszufinden, wohin diese Werke gelangt sind, weil viele sind in den USA, sie sind über ganz Europa verstreut. Und wir haben auch in der Ausstellung aufgezeigt, wie viele unterschiedliche Lösungen es gab mit den Museen. Unsere Lösung ist sicher speziell mit der Ausstellung und der Publikation. Wir haben auch damals als einziges Museum diesen ganzen historischen Sachverhalt und den Entscheid, die Herleitung des Entscheids, publik gemacht. In Basel ist es so, dass das Kunstmuseum, wie gesagt, eine öffentliche Institution ist, aber wir haben eine Kunstkommission, die für uns diese Entscheidungen entwickelt und vorbereitet und die Kantonsregierung von Basel-Stadt, die muss jeweils diesen Vorschlag auch unterstützen oder akzeptieren. Und so ist bei uns die Entscheidung zustande gekommen und wir konnten zum Glück die Erbengemeinschaft auch überzeugen, dass es von Vorteil ist, wenn diese 200 Werke zusammenbleiben in einem öffentlichen Museum, weil sie hier in Basel zugänglich sind und eigentlich auch darin, ja, eine Art Mahnmal für diese Sammlung, die so zerstreut ist, bilden in Zukunft. Und im Nachhinein war das eine, ja, was angefangen hat mit einer sehr unschönen Geschichte, dieser Ablehnung der ersten Forderung der Erben und dann später dieser Lösung, hat einerseits, glaube ich, der Erbengemeinschaft, der Familie sehr viel gebracht. Wir haben eigentlich, ja, sie haben sehr viel selber gar nicht gewusst über ihre eigene Familiengeschichte, die wir durch diese Ausstellung rekonstruiert haben sozusagen, auch ein bisschen Identität wieder entdeckt, vor allem auch diese Sammlung in ihrer ganzen Vielfalt und Dimension und Wichtigkeit auch erst kennengelernt. Aber eigentlich hat diese ganze Geschichte vor allem auch uns im Museum sehr viel gebracht. Einerseits haben wir unsere eigene Geschichte angeschaut, ein nicht sehr schönes Kapitel der Geschichte, weil wir haben wie viele Museen sehr viel in deutschen Auktionen erworben in dieser Zeit, wie deutsche Museen auch, aber wir eben besonders. Und dieser Fall hat uns sogar ermöglicht, weil der hat uns erreicht zu einem Zeitpunkt, wo wir keine Prominenzforschung am Haus hatten, keine Experten. Und inzwischen konnten wir auch den Kanton Basel-Stadt überzeugen, dass wir eine Abteilung brauchen am Museum, die sich mit diesen Fällen beschäftigt. Und deshalb sind wir froh, dass wir heute auch Expertinnen im Haus haben, die uns in diesem Bereich unterstützen. Und es gibt noch viele Geschichten, die zu entdecken sind. Ja, ich glaube, dass das der Moment ist, wo wir vielleicht zum Gespräch übergehen. Ich zeige noch ganz kurz ein, zwei Einblicke in die Ausstellung, wo wir diese Gemälde eben wieder mal vereint haben und die Grafik von uns aus dem Museum gezeigt haben. Und genau, würde eigentlich gerne hier schließen. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, ich spreche in Ihrer Namen auch. Vielen Dank, liebe Frau Haldemann. Das war ja doch ein spannender, ja, wie soll ich es nennen, Werkstattbericht sozusagen. Ja, irgendwie müssen wir ins Gespräch kommen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich will doch mal vielleicht als erste Frage, können Sie beantworten, was die Beschäftigung, die doch, glaube ich, über ein Jahrzehnt mit dem Thema für Sie auch war, was das so mit einem als Museumsfrau in diesem Fall ja, was das mit einem macht? Mhm. Denn wir Museumsleute, wir haben ja mal ursprünglich mal von erhalten, konservieren, bewahren, bloß nichts weggeben. Das war doch so ein bisschen die Grundhaltung. Und jetzt dann ganz anders. Das ist doch, glaube ich, nur möglich auch vor dem Generationswechsel, vor dem Hintergrund des Generationswechsels in diesem Haus. Da würde mich ein bisschen was interessieren. Genau, als Kuratorin einer Sammlung ist man natürlich zuständig, diese Sammlung zu bewahren, auch für die zukünftigen Generationen zu sichern. Und Basel zum Beispiel hat ein Museumsgesetz, das verbietet, Werke aus der Sammlung zu entäußern. Das ist natürlich ganz wichtig, weil man weiß, wenn man Werke entäußern könnte, würde man dann vielleicht in einer Phase, wo Rokoko nicht mehr so beliebt ist, würde man das alles verkaufen und zwei Generationen später entdeckt man das als ganz spannende Phase der Kunstgeschichte und dann hat man alles verkauft. Und man möchte natürlich auch, eine Sammlung ist auch immer ein Abbild einer Geschichte. Und wenn dann Ansprüche kommen, dass man Werke abgeben sollte, kriegt man zuerst mal Angst oder wird nervös, weil das ist nicht vorgesehen in Museen, weil unser Geschäft ist die Ewigkeit. Wir sollen für ewig diese Werke bewahren. Wir sind ja auch mit den Stücken irgendwie verbunden. Ne? Genau. Das wollen wir auch nicht unterschätzen. Ja. Und gut, jetzt in diesem Fall konnten wir die Werke auch behalten, was schön ist, weil natürlich das Museum auch der Ort ist, wo man Geschichte pflegt und die Erinnerung an Sammler und Künstler im Zentrum steht. Und das finde ich jetzt hier sehr geglückt bei dieser Lösung. Aber was natürlich ganz auch neu war, ist die eigene Geschichte des Museums so kritisch zu analysieren und dann auch festzustellen, da gibt es ganz unschöne Momente. Man hat damals auch im Museum in Basel, man hat nicht eingehend diskutiert, also in diesen Protokollen der Kunstkommission, die Ankäufe bewilligen musste, da steht zwar, dass es sich um Glaser-Sammlung handelt, aber nicht, dass das ein Problem gewesen wäre. Mhm. Man hat festgehalten, dass man günstige Ankäufe machen konnte und man hatte nicht so viele Ankaufsmittel, also musste man haushälterisch damit umgehen und schauen, dass man möglichst viel dafür kriegt. Also eigentlich war die Absicht natürlich eigentlich grundsätzlich gut, aber dass man jetzt da Werke aus jüdischen Sammlungen kauft, das hat man nicht thematisiert. Und interessant ist ja, dass eben auch deutsche Museen, gerade auch das Kupferstichkabinett Berlin in dieser Auktion auch von günstigen Preisen profitiert hat. Mhm, mh. Ja, für mich auch interessant, dass man Glaser nicht haben wollte, als der sich da beworben hat. Mhm. Ich glaube, ich darf einmal ins Publikum geben, ob es von Ihrer Seite Fragen, Ergänzungen, Problemstellungen, bitte das Mikrofon benutzen, damit es dann auch im Livestream zu hören ist. Eine kurze Frage an Sie. Die Staatsbibliothek zu Berlin hat von der Bundesrepublik Deutschland den Auftrag bekommen, eine Stabsstelle zur Restitution jüdischen Kulturgutes einzurichten. Sie haben wahrscheinlich Kontakt zu dieser Stabsstelle? Im Moment nicht, nein. Also es ist, weil dieser Entscheid schon länger her ist jetzt. Wir hatten natürlich damals Kontakt zu der Abteilung für Provenienzforschung am Preußischen Kulturbesitz und haben uns da ausgetauscht damals, ja.
Gibt es weitere Fragen? Hier ist eine Meldung. Hier sind auch zwei Plätze frei geworden. Also vielleicht mag jemand vom Kleinsaal hier rumgehen. Ja? Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Das war sehr erhellend. Ich hätte eine Frage, weil Sie darauf hingewiesen haben, dass das was Neues war, sich kritisch mit der Museumsgeschichte auseinanderzusetzen. War das die erste Sammlung, anhand dessen man sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Rolle des Kunstmuseums auseinandergesetzt hat? Und ist da was gefolgt seitdem oder haben Sie ein klares Provenienzprogramm? Ja, richtig, es war der erste Moment. Die Schweiz war da sehr spät dran. Und wie erwähnt, die Gurlitt-Sammlung in Bern hat natürlich viel an Diskussionen ausgelöst und auch Sensibilität. Und ja, es brauchte tatsächlich, also deshalb sind wir eigentlich den Erben von Glas auch dankbar, dass sie uns da gezwungen haben, uns damit zu beschäftigen. Und es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen diese Abteilung für Provenienzforschung haben. Wir haben eine feste Stelle und eine Assistenz. Und das Bundesamt für Kultur in der Schweiz, das unterstützt die Museen nun seit mehreren Jahren in der Forschung auch, dass wir auch da wirklich ein bisschen aufholen können. Und im Moment sogar der Kanton Basel-Stadt hat zusätzliche Mittel gesprochen, um diese Forschung zu intensivieren. Ich meine, die Geschichte des Hauses war für uns immer interessant, auch die Provenienz von Werken grundsätzlich, aber dieser Fokus auf Raubkunst oder diese Jahre 33 bis 45, das war relativ neu, ja. Genau. Ja. Ganz hinten. Ach, guten Abend. Ich bin nicht sicher, ob ich das vorhin richtig verstanden habe, dass er auch nicht angenommen wurde, als er sich beworben hatte, explizit, weil er jüdisch war in Basel? Ja, es in der Diskussion wurde festgehalten, dass man zunächst mal vor allem keinen ausländischen Direktor wollte. Und dann gibt es einen Satz, ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war, dass ein jüdischer Direktor wahrscheinlich auch nicht akzeptiert würde. So war in diese Richtung hier wurde es formuliert. Wegen der guten Beziehung zu Deutschland, oder? Ja, ich meine 1938, das war schon und Basel ist an der deutschen Grenze. Ja, ich glaube, da war natürlich die Bedrohung schon nahe und ja, leider. Gibt es weitere Fragen? Kann ich noch was ergänzen? Gerne. Nein, wenn es zu lang wird, unterbrechen wir Sie. Also erstens wollte ich alle darauf hinweisen, dass die Wohnung auf dem Gelände dann war, wo dann die Gestapo war, die Gestapo-Kelle, wo heute Topografie des Terrors ist. Ja. Und das zweite Hinweis ist der, dass Glaser 1930 vier Bilder von Munk an die Nationalgalerie verkauft hat, die alle vier dann 37 beschlagnahmt wurden und alle vier 1938 dann von Göring annektiert wurden und dann erst wegen Devisen nach Skandinavien gegangen sind und die acht bzw. neun Bilder, die dann in der neuen Nationalgalerie hängen, die sind über Skandinavien wieder nach Deutschland zurückgekommen. Also wir haben noch einen eigenen Munk-Glaser-Strang auch in Berlin. Mhm. Ja. Danke für diese Ergänzung. Gibt es weitere Wünsche, sich zu Wort zu melden? Das ist nicht der Fall. Ich denke, wir können das hier nachher bei einem Glas Wein fortsetzen, unsere Diskussion. Da werden die Fragen schon kommen. Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie uns ein schönes Beispiel für eine faire und gerechte Lösung heute präsentiert haben. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Haldemann, vielen Dank, Herr Simon. Bleiben Sie bitte noch hier auf ein Glas Wein. Der Freundeskreis des Denkmals gibt ein Gläschen Wein.